Hallo! Der geneigte Zuschauer wird erkannt haben, das sollte jetzt British English sein und so viel wie guten Tag bedeuten. So, das Gericht heißt Brynett Like Heston. Ja, warum eigentlich und wer ist das eigentlich? Also, es ist benannt nach Heston Blumenthal und Heston Blumenthal ist ein britischer Gastronom. Er ist Küchenchef und Inhaber des Restaurants The Fat Duck in Bray, Berkshire. Und dieses Restaurant wurde mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet. Dieses The Fat Duck gehört zu den 50 besten Restaurants der Welt und er ist nach Ferran Adria einer der größten Molekularköche, also jemand, der wirklich sehr, sehr gut kochen kann. Beschäftigen wir uns einmal ganz, ganz kurz mit dem Leben von Heston Blumenthal in seiner Karriere. Im Alter von 16 Jahren entdeckte Blumenthal während eines Frankreich-Urlaubs die gehobene Gastronomie. Er eignete sich seine Kochkenntnisse selbst an, ist also Autodidakt, und erwarb 1995 den 450 Jahre alten Pub The Bell, also die Glocke in der Ortsmitte von Bray, und benannte es in The Fat Duck um, also die dicke Ente. Blumenthal kochte dort klassische französische Bistrogerichte. In enger Zusammenarbeit mit dem Physikprofessor Peter Barham von der University of Bristol versuchte er, die wissenschaftlichen Grundlagen des Kochens zu verstehen und die so erarbeiteten Grundlagen bei seinen Gerichten anzuwenden. Er gehörte zu den ersten Küchen, die die Grundsätze der Molekularküche nutzten. Anfang 2001 nahm Blumenthal eine 6-teilige Fernsehserie unter dem Titel Kitchen Chemistry auf. Im gleichen Jahr erschien sein erstes Kochbuch Family Food. 2006 erschien In the Search of Perfection das Begleitbuch zur gleichnamigen BBC-Fernsehserie, in der Blumenthal Küchenklassiker neu erfindet. Blumenthal schrieb auch Kolumnen für den Weekend Guardian und das Sunday Times Style Magazine. 2004 erwarb er das Pub Hind's Head in Bray, in dem er traditionelle englische Gerichte serviert. So, das Gericht heißt aber jetzt Brynett Like Heston. Wie ist es denn dazu gekommen? Es gibt ja diesen Film Kick It Like Beckham. Ich persönlich habe zwar keine Ahnung von Fußball, davon allerdings jede Menge. Im Englischen heißt er übrigens Bend It Like Beckham. Und das geht auf David Beckhams Fähigkeit zurück, bei einem Freistoß den Ball an der Mauer aus Gegenspielern vorbeibiegen zu können und ins Tor zu befördern oder so ähnlich. Also bitte, Fußballprofis, habt Nachsehen mit mir. Also Brynett Like Heston ist da die naheliegende Catchphrase, denn der britische Spitzenkoch Heston Blumenthal pökelt sein Sonntagsbrathähnchen, bevor er es bei 90 Grad ganz langsam im Ofen gart. Pökeln als Zartmacher und die Würze wird gewaltig unterschätzt. Jeder denkt zunächst an Kassler oder so etwas. Nur industriegepökeltes und zu Hause selbst pökeln sind sich so fremd wie Rotkäppchen und der Wolf. Leicht gepökeltes Fleisch bekommt nicht nur die nötige Würze, es bleibt beim Braten auch unglaublich saftig. Und für das perfekte Brathähnchen übernehme ich von Heston Blumenthal das Pökeln und das langsame Garen im Ofen bei 90 Grad. Und wie wir daraus ein tolles, knuspriges Hähnchen zaubern, das zeige ich euch in der nächsten Einstellung. Liebe Natural Born Grills, was ein Brine ist, habe ich euch ja schon erklärt. Und jetzt stellen wir eben einen her. Ich habe euch natürlich im Rezept ist auch die Formel, wie wir einen herstellen. So, und ich mache jetzt einfach mal so 1,5 Liter fertig. So, natürlich wie immer mit der guten Saskia. So, und auf 1,5 Liter nehmen wir natürlich genau 90 Gramm Salz. Die waren schon drin. Und das lassen wir jetzt einfach einmal ganz kurz aufkochen oder warm werden, dass das Salz sich schön auflöst. Den Brine, wie ihr seht, habe ich mal in so eine Schüssel umgefüllt. Und jetzt quetsche ich dazu einfach noch den Saft von der Limette dazu, noch eine Orange, die kommt auch. So, das pressen wir jetzt auch noch hier rein. So. Und nochmal. Jetzt wird das Wasser sogar noch schön eingetrübt durch die ganzen Fruchtsäfte. Gefällt mir sehr gut. Last but not least kommt noch ordentlich Honig dran. So, das sind ungefähr 1,5 Esslöffel. Das passt. So, jetzt rühren wir das Ganze mal eben um. Soll das auflösen. Thank you.
Mutprobe. Ich probiere mal. Und da legen wir jetzt den Flatterbock ein. So, hier ist unser Flatterbock. Also, das ist ein richtig schönes französisches Maishähnchen mit 1300 Gramm Gewicht. Ideal also. Und das hier ist eine 3 Liter Beutel mit Zipper. Und das Schöne ist, da braucht man dann auch gar nicht so viel Brine. Also im Originalrezept steht, man soll 7 Liter Brine anrühren. Das ist für mich eine totale Verschwendung, wenn du nur einen Flatterbock hast. Ja? So, ich rühre jetzt hier so ein bisschen um und jetzt fülle ich das einfach hier Kelle für Kelle ganz sauber rein. So, gehen wir mal so rein. Dann kriegt ihr das auch ein bisschen mit. Und dann seht ihr, dass selbst diese 1,5 Liter schon viel zu viel sind, weil diese Technik mit diesem Beutel, die ist ja total effektiv. Das war's. Jetzt guckt euch das an. Ziemlich gut. So, jetzt streichen wir mal hier so langsam die Luft raus. So. Ups, das war ein bisschen viel. So, und ihr seht, das Hähnchen ist total bedeckt mit allem. So, und das stelle ich jetzt einfach so schön im Kühlschrank. Und dann ist das wunderbar eingelegt. Ja, und das soll ja eh über Nacht sein. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Die Nacht ist vorüber. Und jetzt holen wir das Ganze mal raus. Angeblich soll ja das Hühnchen von der Struktur schon viel fester sein als gestern Abend. Wir schauen uns das Ganze an. Also, dann holen wir mal den Vogel hier wieder raus. So. Also man sieht sogar ein paar Orangenfäden. Also der Brine hat auf jeden Fall gewirkt. Ob es jetzt viel fester ist, ich kann nichts sagen. Ich mache mal einen Geruchstest. Also man riecht eine Orangennote. Das auf jeden Fall. Wir machen im Rezept weiter. Ich habe euch sogar schon was verschwiegen. Ich habe das Hühnchen schon gefüllt mit Zitronen und Kräutern. Aber ich glaube, den Teil nehmt ihr mir ab. So, und jetzt soll ich etwas machen, nämlich den sogenannten V-Knochen herauslösen. Dieser V-Knochen, dann nennt sich auch dieser Wunschknochen, der sitzt hier vorne und damit kann man angeblich das Hähnchen schöner tranchieren. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den ertasten. Jawohl, ertastet habe ich ihn. Und dann gucken wir mal, dass wir den operativ hier rausgepopelt kriegen. So, das ist der Backofen. Der ist jetzt schon schön heiß. Nämlich dieser Backofen, der darf nur zwischen 85 und 95 Grad haben für die Gartechnik, die gleich kommt. Aber das erkläre ich euch sofort. Und das war jetzt mein Präzisionsthermometer, was mir da diesbezüglich was sagt. So, ich habe jetzt hier so einen Schnitt gemacht. Man kann das eigentlich ganz gut erfüllen. So, bis hier runter. Ich habe den bestimmt auch die letzten 20 Jahre nicht rausgenommen, aber es soll angeblich besser sein und warum euch das nicht zeigen? Also, hier haben wir schon den einen Teil und es geht eigentlich auch wirklich easy, muss man so sagen. Also, ich hatte das jetzt schwieriger in Erinnerung, aber machen wir mal. So, kann man euch das vielleicht in der Kamera ein bisschen besser zeigen? Ich will hier auch keine Haut verletzen. So, Haut, geh mal weg. So, und guckt mal hier. Schauen wir mal eben. Hier ist doch schon so eine Stelle, wo ich mal hintergreifen kann. So, hier lösen wir noch ein bisschen Fleisch ab. So. Und dann. So. Guckt mal. Das hat gerade eben einmal einen locker Knack gemacht. Und hier unten haben wir den aus dem Gelenk gedreht. Also, ihr Lieben, das ist der Wunschknochen. Live entfernt für euch. In der nächsten Einstellung zeige ich euch dann natürlich, wie das Hühnchen in den Ofen wandert und was ich da noch gemacht habe. Ich verrate es euch schon mal so ein bisschen. Hier kommt eine Messsonde rein. Die
Kerntemperatur des Hühnchens soll 60 Grad haben. Das schaffen wir. Und das soll aber bei einer ganz milden Hitze passieren. Und deswegen irgendwas so zwischen 85 und 95 Grad soll der Backofen haben. Ob ich das mit meinem Gerät hinkriege, deswegen, also der pendelt immer so ein bisschen, aber gut, kriegen wir hin. Und dann werden hier nur noch Butterflöckchen aufgesetzt und ja, dann schieben wir das Ganze schon rein. Also bis gleich. So sieht das Hühnchen jetzt aus. Der Backofen hat exakt 93 Grad. Ich bin happy. So, und hier ist das Thermometer. Und ja, das schieben wir mal hier so sanft ein. Wenn wir es rausholen und wir die Temperatur erreicht haben, dann sage ich euch natürlich wieder Bescheid. So wie im Rezept angegeben, beginnt jetzt die Abkühlungsphase von mindestens 45 Minuten. Also wenn wir jetzt hier mal testen, dann ist das richtig schön fest geworden. Also der vom Gargrad her kann das absolut stimmen. Und jetzt geht es ja nur noch darum, das mit ordentlich Butter zu bepinseln und dann natürlich knusprig zu grillen. Und das soll ja auch ein Grillvideo werden. Machen wir natürlich im Grill und ihr seid wie immer bei allem dabei. Der Grill ist vorgeheizt und zwar ordentlich. Und hier kommt jetzt das Hühnchen drauf. Und dann wird das gleich mit Butter-Thymian-Mischung eingepinselt. Kochen wir die Soße ein. Wir nehmen etwas Weißwein, dann selbst eingekochte Hühnerbrühe, dazu Dijon-Senf und lassen das Ganze jetzt bei ordentlich Temperatur einreduzieren. So. Jetzt kommt noch etwas frisch gehackter Estragon dran. Haben wir hier richtig frisch da reinzupfen. Zack, zack. Man könnte den sogar noch hacken, aber ich lasse den so. So, das reduziert schon mal. Ich packe noch einen kleinen Schuss Sahne drin. Ich liebe Sahne. Ich zeige euch gleich die fertige Soße. Das wird jetzt einfach nur noch einreduziert. Dann schauen wir mal. Und ich würde sagen, da hat sich doch mal schön was getan. Und wir strahlen jetzt hier schön ein mit der Buttermischung. Und ihr seht, der Backofen oder der Grill ist sowas von brutal heiß. So. Und das ist jetzt noch 5 Minuten. So, ihr seht das. Und wieder sind 5 Minuten vergangen. Und ihr seht, es wird immer besser und knuspriger. Guckt euch das an, wie schön braun das wird. Das gefällt mir richtig gut. So, richtig schön immer alles einpinseln, auch in die Zwischenräume. Die Butter soll überall hängen. Freuen wir uns. In 5 Minuten können wir probieren. Bis gleich. Da ist der Supergockel. Ich erlaube mir das jetzt einfach Supergockel zu nennen. Mir gefällt der ausgesprochen gut. Und ihr seid jetzt dabei. Hören wir mal den Knuspertest. Nö, das haben wir schon knuspriger gesehen und gegessen. Aber gucken wir mal. Fangen wir mal mit so einem Flügelchen hier an. So. Gucken wir mal. Also geschmacklich top. So viel kann ich euch sagen. So, dann machen wir hier den Keulentest. Also ihr seht, total saftig. Total saftig. Das probieren wir natürlich jetzt auch. Und ihr seht, das fällt hier alles direkt auseinander. Also mit dieser Garzeit finde ich äußerst interessant. So. Legen wir zur Seite. Hier habe ich meine Probiergabel. Und jetzt probieren wir das Ganze für euch. Also,
ein wahnsinnig intensiver Hühnchengeschmack. Also dieser Brine bringt was. Ich habe ja auch nur über den Brine gesalzen, ansonsten überhaupt kein Gewürz drauf. Da war, ihr hört das, sogar knusprige Haut dabei. Sehr gut, jetzt probieren wir das hier. Also sehr, sehr gut. So, jetzt tranchieren wir mal hier so eine Brust runter, ganz vorsichtig. Oh, hier ist sogar schön knusprig. Gefällt mir. Und bei der Brust ist immer das Problem, die wird schnell trocken. Gerade wenn man das Hühnchen so auf dem Grill macht. Aber da gucken wir uns das mal an. Ihr seht, also auch dadurch, dass wir diesen Wunschknochen gezogen haben, geht das auch sehr, sehr schön ab. So, noch ein kleiner Schnitt. Das schieben wir aus der Kamera raus. Und jetzt haben wir hier die perfekte Hühnchenbrust. Und wir probieren mit knuspriger Haut sogar. So, kann man hier gucken. Oh, ihr seht das? Da ist noch ordentlich Saft drin, das freut mich. Steigern wir das Ganze noch. So, könnt ihr das auch sehen. So. So, jetzt nehmen wir hier ein schönes Stück Brust. Also ihr seht auch wieder hier, wenn ich drücke, da kommt richtig der Saft raus. Jetzt tauche ich das ein in die Soße. Also liebe Natural Born Grillers, diese Soße aus dem aufgefangenen Bratsaft mit der Butter, das ist eine Sensation. So, probieren wir nochmal. Also, was ich definitiv sagen kann, ist, das ist eines der besten Brathühnchen, die ich hier hatte. Das ist auf jeden Fall eine Alternative. A, von der Garzeit. Vom Geschmack ist großartig. Liebe Natural Born Grillers, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und sage einfach vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und bleibt gesund. Euer Professor Taste.